Hey Leute, was geht? Nimm schon auf. Bruder, was hast du da an? Darf ich erstmal mein Intro machen? Was hast du da an? Irgendwas ist passiert, Digga. Was? Wo ist ein Jogginganzug? Ich bin Adidas treu geblieben. Bruder, das ist eine Jogginghose. Die fühlt sich genauso an. Das ist aber keine Jogginghose. Ich komisch, ne? Was ist das für eine Jacke? Aber Wallah, ich muss zugeben, sieht charmant aus. Dankeschön, Bruder. Wallah, sieht charmant aus. Ich glaube, die Leute werden mich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich denke, was passiert jetzt. Nee, du bist immer noch der Süße. Okay, gut. Also, wenn ihr euch fragt, warum ich im Gesicht ein bisschen rot bin, ich war gerade bei Amir Haare schneiden. Amir nimmt noch gerade das Video auf. Und ich habe 5 Kilo zugenommen. Das sieht man auch ein bisschen in meinem Gesicht. Aber es passt schon. Okay, Leute, ihr habt den Titel schon gelesen. Mein Autounfall. Es war sehr dramatisch. Ich hätte dieses Video natürlich auch ganz normal aufnehmen können, so wie ich es immer mache. Aber ich dachte mir, zur Abwechslung kommt das auch mal schön. Wir sind ein bisschen draußen, frische Luft. Damit wir auch einen roten Faden haben, erzähle ich euch, wie wir in diesem Video vorangehen. Ich erzähle euch, wie dieser Unfall zustande gekommen ist, ob ich im Recht war, ob ich dafür Geld bekommen habe, was auch immer. Danach erzähle ich noch etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Okay, wie kam dieser Unfall zustande? Ich kam frisch aus der Türkei, aus dem Urlaub. Ihr habt ja die Urlaub-Blogs alle gesehen. Meine Freunde hatten ein Fußballspiel. Liebe Grüße an alle Jungs aus Dortmund. Ich bin mit Ozan dann Richtung Dortmund gefahren. Wir waren dann erstmal frühstücken, ganz normal. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen um den heißen Brei, damit das Video auch schon noch 10 Minuten geht. Auf jeden Fall sind wir was frühstücken gegangen, haben dann nach dem Standort gefragt, wo dieses Fußballplatz ist. Kennt ihr das, wenn ihr eine Adresse eingibt und diese Straße gibt es irgendwie zweimal in derselben Stadt? Kennst du locker, oder? Ja. Ja, so, wir sind dann erstmal, also wir haben eine Adresse bekommen, sind hingefahren, es war aber nicht diese Adresse. Wir fahren rein in so eine Siedlung. Wie komisch, hier ist kein Fußballplatz. Na egal, ich fahre rein, man darf 30 fahren, ganz normal. Und ich sehe, wie einer, also ihr müsst euch vorstellen, ich fahre so. Und ich sehe, wie einer von seinem Haus, von seinem Parkplatz rausfällt, okay? Und ich sehe, okay, scheiße, der wird mir jetzt reinfahren. Kennst du das? Wie fährst du? Ja, so halt, ganz normal, du musst dir vorstellen. Der ist halt so gefahren und ich bin jetzt. Und ich fahre jetzt gerade rückwärts. Ich fahre das Auto. Das ist die Rückfahrkamera von dem Auto. Ja, okay. Und der fährt so. Da musst du dich auch umdrehen. Du musst rückwärts kommen. Boah, ja, auf jeden Fall. Ja. Er ist einfach so ganz normal rausgefahren und ich bin halt gerade gewesen. Ja. Ich glaube, das haben die Leute jetzt mittlerweile verstanden. Ja. Und kennst du das, Bruder? Dein Tag startet so, wo du weißt, okay, heute wird irgendwas passieren. Kennst du das? Du hast halt ein Gefühl. Ja, dieses Gefühl hatte ich. Ich weiß nicht, wieso. Ich hatte einfach dieses Gefühl. Ich glaube, sogar an dem Tag habe ich geträumt. Jetzt können die Leute sagen, ja, Schwätzer. Aber manchmal hat man dieses Gefühl, heute wird kein guter Tag so. Und ich habe ja schon gerade gesagt, er ist rückwärts rausgefahren und ist reingefahren so. Dann ist also schon mal Fakt, er ist schuld. Ich habe ja Vorfahrt. Wenn er von seinem Parkplatz rausfährt, hat er ja keinen Vorfahrt. Digga, wenn ich sehe, dass er kommt, ich hupe sogar, ich bremse sogar ab, weil es gab schon viele Situationen in meinem Leben, wo ich natürlich reinfahren konnte, wo ich im Recht bin. Aber Bruder, ich habe zu viel Angst vor Karma. Da man fährst den Leuten rein, hast Geld gemacht, aber das kommt irgendwie wieder zurück. Deswegen mache ich das nicht. Reflexartig bremse ich dann immer meistens ab. Ich bin nicht so abgezockt. Für das musst du sehr abgezockt sein, um jemanden, obwohl du im Recht bist, reinzufahren. Naja, da habe ich wirklich mein Bestes gegeben. Ich habe gehupt, ich habe gebremst. Er ist aber reingefahren. Ich dachte mir, okay, scheiße, er fährt jetzt rein. Bam. Das erste, was ich Ozan frage, ist er schuld oder bin ich schuld? Ozan, Polizist, sagt natürlich, ja, er ist schuld, Bruder. Und ich denke mir so, scheiße, Mann. Ich wollte ganz normal im Fußball gucken gehen und ich habe jetzt gar keinen Bock auf diese Faxen. Ich steig aus und das erste, was der Typ macht, das war ein Mann, der ausgestiegen ist. Was meinst du, was er gesagt hat? War das ein Deutscher? Was passiert eigentlich, wenn Unfälle passieren? Na, scheiße, was ist das? Ja. Ey, du warst schuld, ich hab nichts gemacht. Ja. Er steigt aus. Ich war schuld. Willst du die Polizei rufen oder sollen wir denken, wir sind? Ja, Polizei rufen, ne? Also, ja, okay, ruf Polizei, dies, das. In dem Moment, ich wusste, okay, er ist in Schuld, aber es hat mir trotzdem wehgetan, weißt du? Ich habe dieses Auto jetzt seit 2 Jahren. Ihr könnt Amir fragen, Amir war dabei, als er das Auto neu hatte. Wallah, ich weiß noch ganz genau, der hat das Auto frisch gekauft gehabt, der kam zu mir vorbei. Ich habe das Auto damals noch nie schmutzig gesehen gehabt, ne? Da war das noch schwarz, du hast ja weiß polieren lassen. Jede Woche einmal polieren lassen für 50 Euro. Ja, ihr kennt bestimmt Mr. Wash, das ist da bei Amir in Essen, gibt's so Mr. Wash, da habe ich immer bezahlt. So. Jedes Mal polieren alles. Dies, das. Aber dazu kommen wir gleich. Ich erzähl erstmal weiter. Es hat mir trotzdem wehgetan, so, weißt du, ich war ganz kurz vor, ich hab gesagt, Ozan, Amana, okay, dies, das, mein Auto, das. Ja, scheiß drauf, Bruder, Hauptsache dir ist nichts passiert. Ah, das Witzige ist auch, mit diesem Hauptsache dir ist nichts passiert. Rap-Update hat direkt gepostet, hat einer auf den gemacht, ja, boah, Unfall, dies, das. Amana, okay, ich hab Kollegen mal getroffen, warum postet ihr das nicht? Ihr postet, oh, schwerer Autounfall, boah. Na, egal. Die Polizei kam und ihr müsst euch das so vorstellen, okay, ich brauche eine Brille beim Autofahren und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Brille an. Der Polizist kam, man erkennt bei Polizisten, wie lange die schon dabei sind, die haben so Sterne, ja. Okay, und der Typ, also es war eine Frau und ein Mann, die Frau hatte 3 Sterne und der Typ hatte, glaube ich, noch keinen Stern oder nur einen Stern, ich bin mir nicht sicher. Sagen, woran man erkennt, dass man eine Brille trägt. Guck mal auf euren Führerschein. Da unten links an alle, die eine Brille tragen, hinten irgendwo, da ist so ein Punkt dran. Das hat sonst niemand. Okay, das, ne? Ich auch nicht. Die Brille tragen, das wissen eigentlich nur Polizisten. Ich muss aber auch zugeben, Bruder, ich wurde schon sehr oft angehalten und ich wurde nie wegen Brille angesprochen. Ja. Man kann eigentlich diesen Punkt wegkratzen mit ein bisschen Mühe. Und ich habe Kontaktlinsen. Ich muss auch Brille tragen, aber ich habe einen Kollegen einen Sehtest geschickt. Ja, genau, so der hat für mich das gemacht. Ihr könnt einfach eure Freunde schicken und sagen, wenn jemand dir ähnelt, lass ihn einfach reingehen. Ich will das später auch noch machen, obwohl meine Augen sind gut. Okay, lassen wir das Thema gebrochen. Wir müssen den roten Faden behalten. Der Polizist kam, er guckt sich das an. Das ist ja normal, wenn du eine Zeugen aus sagen, was, wir waren zu zweit und er war alleine. Die müssen ja einzeln fragen, was passiert ist. So, weißt du, obwohl der Mann direkt gesagt hat, als wir sind, ich war schuld. Komm uns bitte bei, ich hab nicht so viel Zeit und so. Er hatte keinen Bock drauf, Bruder. Es war Sonntag, er wollte, keine Ahnung, vielleicht was kaufen gehen. Tankstelle, irgendwas. Naja, egal. Die fragen uns ab und die wussten, okay, ich bin im Recht. Trotzdem hat mich der Polizist gefragt, weil er war frisch, der macht seinen Job gut. Also, jeder macht seinen Job so. Wo ist ihre Brille? Haben sie eine Brille auf? Nee, ich hab Kontaktlinsen drin. Also zeigen sie mir mal. Er guckt so, ich hatte keine drin. Hab sie vergessen, weil ich kam frisch aus Solo. Hatte keine drin so. Ich dachte, ich hab welche drin, aber ich hatte keine drin. Weißt du, ich meine? Er meinte, okay, ist nicht schlimm, darüber reden wir später. Das ist vielleicht 25 Euro Buß. Ja, kein Problem. Bam, 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 die
die füllen alles aus. In der Zwischenzeit, wo die alles ausgefüllt haben im Auto und halt Führerscheine und sowas abgucken, die müssen so einen Unfallsbericht schreiben. Der Typ so, ja, ey, ich hab auch mal so ein Auto gefahren. Ich so, okay, cool. Er war so tam gechillt, er hat mir auch sofort gesagt, wer er ist, hier ist meine Karte, so, keine Sorge, wird schon wieder die Versicherung zahlen lassen. Er war so ein Geschäftsführer, ich will nicht sagen, wo. Es hat was mit Lackiererei zu tun, aber ich sag jetzt nicht seinen Namen, das ist ja unnötig. Sein Sohn kam später auch raus und meinte, guck mein Auto und sagte so, Minus. Ich so, nee, nicht ich Minus. Also ja, okay, dann ist ja gut. Also ja, ich hab auch mal ein RS5 gehabt, dann hab ich ein RS6 gehabt, dies, das, letztes war ich das. Ich weiß, womit ist er mir reingefahren, mit so einem Kombi. Ein Audi-Kombi ist er mir reingefahren. Ja, und so viel zum Thema. Das ist dann geklärt gewesen. Wir sind dann mit diesem Auto zum Fußballspiel gefahren, haben das Spiel geguckt. Die Jungs haben auch an der Stelle das Fußballspiel gewonnen. Danach muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ein Gutachter kommt, damit man abschätzen kann, wie viel ich halt für diesen Unfall kriege, damit ich halt die Reparatur und sowas bezahlen kann. Soll ich dir nur voll zeigen? Stelle, bevor wir darüber sprechen, lass uns erstmal zeigen, was überhaupt passiert ist. Der Mann ist mir halt reingefahren. Ach du Scheiße. Ja, ganz schwerer Unfall. Scheiße, wo sind deine Narben, Bruder? Also hier sieht man, ist was, ist zerkratzt, ist das Beule. Hier ist, hat sich das getroffen. Dann, was hat er hier noch aufgeschrieben? Hier, irgendwas ist passiert. Er ist in meine Felge reingefahren. Das sieht man jetzt aber nicht so krass. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn man das halt wirklich so alles auswechseln will, jetzt kannst du wieder auf mich halten, Bruder. Müssen wir halt das komplett wechseln, das hier komplett wechseln und das kostet halt alles Geld. Plus, das Auto ist ja foliert. Und apropos Folie. Außerdem, wenn du das verkaufen willst, dann musst du es ja als Unfallfahrzeug eingeben lassen. Richtig, nee, das musst du nicht als Unfall. Das nicht. Das ist eine kleine Macke. Das ist nicht schlimm. Dazu kommen wir gleich. Man muss, glaube ich, alles machen. Nein, ich muss nicht. Nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. Der Typ kam, der Gutachter, ich war nicht zu Hause, ich habe das meine Mutter erledigen lassen. Und er hat alles aufgeschrieben, außer bei der Folie hat er Faxen gemacht. Er hat bei der Folie 800 Euro aufgeschrieben, weil ich keine Rechnung hatte. Ich habe die Rechnung leider verloren und Folienprinz hat die Rechnung auch verloren. Weißt du, ich meine? Er hat auf das Gutachten geschrieben, 800 Euro für die Folie. Und ich denke nur so, Bruder, wenn du keine Ahnung von Folien hast, warum schreibst du 800 Euro auf? Da hättest du lieber gar nichts bekommen. Was ist das, Bruder? Wenn ich jetzt die Folie abmachen lassen wollen würde, die nehmen 400 Euro dafür, dass die Folie abmachen. Weißt du, ich meine? Was für 800 Euro? Du kannst nicht mal ein Smart für 800 Euro folieren. Kommt auf die Arbeit an und sowas. Soll ich mal, das ist auch ein neueres Modell. Ist ja kein altes Auto, was du folierst. Egal, nicht diskutiert, Hauptsache da Geld bekommen. Und ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt, das kriege ich aber noch, mit Steuern, dies, das, 7000 Euro bekommen. Für diesen Unfall, ich werde das wahrscheinlich dann so handeln. Ich werde die Folie abmachen, werde das hier ausfallen lassen und einfach lackieren. Ich werde das Auto nicht mehr folieren, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleibt mir noch ein bisschen Geld in der Tasche, dann kann ich mir direkt eine neue Uhr kaufen vielleicht. Mal schauen. Thema Materialismus. Also das Ding ist, tamam, ich bin immer noch irgendwo materiell, weil ich mir halt Uhren kaufe. Ich habe mir jetzt eine Uhr gekauft gehabt, jetzt kaufe ich mir demnächst die zweite. Ich glaube, das Video, was ihr jetzt gerade seht, ist, kommt an einem Mittwoch online, wo ich schon im Urlaub bin. Ich habe euch ja gesagt, ich bin in der Türkei. Das ist halt ein Video zwischendurch für euch. Ihr habt auch schon das Video mit Marc gesehen, ich habe die zweite Uhr auch schon gekauft. Wenn man einen Vergleich hat zwischen einem Auto und einer Uhr. Uhr ist eine Wertanlage, die verliert nicht so krass an Geld. Ein Auto, wenn du schon frisch oder neu kaufst, verliert es schon, wenn es aus dem Auto aus Wert an Geld. Weißt du, ich meine? Und noch was. Früher dachte ich, also als ich das Auto gekauft habe, das hatten wir auch schon am Anfang, das ist jetzt schon 2 Jahre her, das Auto war für mich so, okay, ich habe es geschafft. Was habe ich geschafft? Ich habe ein Auto gekauft. Wow, ist nicht mal mein Auto, ich habe es finanziert. Ich habe 18.000 Euro damals angezahlt und ja, zahle es immer noch ab. Nächstes Jahr habe ich es abbezahlt. So. Normalerweise, wenn du schlau bist, musst du halt das Auto, wenn du es abbezahlt hast, als Anzahlung wieder geben oder selber verkaufen und dann wieder ein neues Auto zu kaufen, damit du halt Rechnung hast. Weil ihr wisst, Leute, wir sind selbstständig, wir haben allein Gewerbe. Aber das Problem auf YouTube ist, wir haben keine Produkte. Wir haben nicht so viele Sachen, womit wir Sachen absetzen können. Und Steuern absetzen ist wichtig, weil wir sonst am Ende des Jahres zu viele Steuern nachzahlen. Ich zahle für das Auto im Monat, glaube ich, 400 Euro mit Inspektion 450. Und das kann ich ja alles absetzen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das Einzige, was ich absetzen kann. Aber ich habe nachgedacht, wenn ich das Auto abbezahlt habe, entweder behalten oder verkaufen und ein normales Auto kaufen. Weil bei Autos habe ich nicht mehr so diesen Drang dazu. Okay, ich brauche dieses Auto, ich brauche das, ich brauche mehr PS. Das habe ich gar nicht mehr. Für mich ist das Auto nur von A nach B kommen. Wenn man sehr viel Geld hat, kann man natürlich darüber nachdenken. Aber wenn man halt das Geld ein bisschen zur Seite tun will oder vernünftig investieren will, macht für mich ein Auto zu kaufen, ein neues krasses Auto zu kaufen, nicht so viel Sinn. Sein ganzes Geld in ein Auto zu finanzieren, ist auch das Dümmste. Das ist keine Investition, weißt du? Ich liebe Autos, Bruder. Das ist was anderes. Ja, Bruder. Aber guck mal, sagen wir mal. Cool zu sein ist was anderes, verstehst du? Und ich habe es damals wirklich gekauft, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich es. Ja, wenn du ackerst dein ganzes Leben lang für 30.000, damit du 30.000 beiseite hast, das ist das Dümmste, dass du das direkt in ein Auto steckst, weißt du? Ich habe genau so gemacht, meine ganze Sparnis habe ich für die Anzahlung bezahlt. Ja. Das waren 18.000 Euro. Das ist halt, was ich euch sagen wollte. Es passt einfach immer beim Autofahren auf. Guckt einfach, in was du ihr Geld investiert. Was ist wichtig in deinem Leben? Versucht ein bisschen auch an die Zukunft nachzudenken. Das sollte an der Stelle gewesen sein. Könnt auch sehen, das ist kein Bluff. Ich habe das Auto zuletzt vor 4-5 Monaten oder so gewaschen. Ich wasche das Auto nicht mal. Ich lege gar keinen Wert mehr auf Auto. Hauptsache, ich komme von A nach B. Inspektion und sowas zahle ich, aber so lege ich nicht mehr so viel krass Wert drauf. Ich fahre ein schönes Auto. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen abgehoben bin und mich daran gewöhnt habe. Aber du siehst es eigentlich daran, ob du etwas wertschätzt, wenn du es ganz Zeit pflegst. Weil ich meine, guck dir das Auto mal an, wie dreckig das ist. Man weiß nicht, vielleicht ändere ich meine Meinung, vielleicht lasse ich das nochmal verlieren an der Stelle. Wenn jemand mit mir kooperieren will, meldet euch an der Stelle. Und das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich habe jetzt 5-mal an der Stelle gesagt, fahrt vorausschauend. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann nichts. Ich habe gesehen, dass das Video nicht ganz 10 Minuten ging, deswegen dachte ich, erzähle ich noch mal ganz kurz, was mir noch eingefallen ist. Ich habe doch im Video gesagt gehabt, dass der Polizist mich nach meiner Brille gefragt hat und so. Und als sie kam und als er das gefragt hat, hat auch der Typ, der mir reingefallen ist, den Typen direkt unterbrochen und hat gesagt, er hat eine Brille auf. Ich meinte dann direkt, nein, ich hatte keine Brille auf und so. Da dachte sie sich auch so, hä? Warum ist er so ehrlich? Weil er hatte einfach keinen Bock. Er hatte keinen Bock. Aber es ist dann halt so abgelaufen, dass ich dann
kein Bußgeld zahlen musste, er hat mich gehen lassen, er hat voll Filme gemacht, so Mann, der war so nervös, der meinte am Ende, ja, fahrt einfach, tut einfach so, als hättest du deine Brille auf, tu einfach so, er hat irgendwas gelabert, tam, der Nervöse. Auf jeden Fall sehe ich gerade, dass ich noch 15 Sekunden zu erzählen habe. Was kann ich noch euch erzählen? Hier sind Erdnüsse, hier ist ein Teddybär, hier, keine Ahnung, was es ist, das schmeckt mir gar nicht. Ansonsten ist noch was im Kühlschrank, warte, Baklava? Nee, was ist das? Das bockt nicht. Hier gibt's auch nicht, Abo. Die Schokolade ist auch schon weg, nein. Nichts vorhanden. Okay, ein Sandwich habe ich gesehen. Hier könnt ihr noch Kartoffeln sehen, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder.